Das Regionalmanagement Liezen präsentierte folgend auf die Sitzung des Regionalvorstandes die Schwerpunkte im Bezirk zur regionalen Entwicklung unserer Region. Näher erläutert wurden die Themen Verkehr, die Vorstellung des AGZ-Modells sowie die Zusammenfassung des regionalen Entwicklungsprogrammes. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des Regionalmanagements begrüßen. Bundesrat Mario Lindner präsentierte die maßgeblichen Schwerpunkte in der Arbeit und für die nachhaltige Zukunftsentwicklung unseres Bezirkes. Vormittag getagt und wir haben wieder einige Beschlüsse in diesen beiden Sitzungen beschlossen. Und das Regionalmanagement ist natürlich dafür da, dass man über die diversesten Themen, die was die Region im Gesamten betreffen, in die Gremien beraten und entscheiden. Ob das jetzt den Arbeitsmarkt betrifft, ob das die Wirtschaft betrifft, ob das die Mobilität, öffentlicher Verkehr oder auch Individualverkehr betrifft, ob das die Bildung betrifft. Der stellvertretende Vorsitzende Bürgermeister Armin Forstner ging neben Grundsatzthemen auf das zukunftsweisende Projekt des Arbeitgeberzusammenschlusses näher ein. Der Arbeitgeberzusammenschluss ist für uns ganz wichtig im Bezirk, weil wir kennen somit in Zukunft, wenn sie mehrere Firmen zusammenschließen und einen eigenen Betrieb gründen, auch die Arbeitskräfte, was da anwesend sind, oder in eine eigenen Firmen verwenden. Das heißt, wenn ein Tourismusbetrieb zum Beispiel sagt, ich brauche 20 Stunden eine Küchenkraft und kann es aber nicht länger beschäftigen, diejenige Küchenkraft würde aber zum Beispiel mehr arbeiten als 20 Stunden, würde gerne 40 Stunden arbeiten, kann der nächste Tourismusbetrieb oder das nächste Gasthaus kann dort sehr wohl auch 20 Stunden arbeiten und bringt somit eine 40-Stunden-Woche zusammen. Landtagsabgeordneter Albert Reuer lobte die konstruktive und parteiübergreifende Zusammenarbeit in den Gremien. Ja, ich glaube, es ist jetzt einfach die historische Chance, weil wir uns in dem Verkehrsthema, vor allem bei den Lkw-Mautflüchtlinge, die wir wirklich von unserer VMB 320, aber auch vom Rest vom Bezirk, von den Straßen nach unseren Anschauungen auch weghaben wollen. Und wir sind uns da mit den drei großen Mittelparteien, muss man jetzt schon bald sagen, einig, alle drei, dass wir das Gleiche wollen. Samt die ganzen Bürgermeister, die waren auch der gleichen Meinung, die gesamte Regionalversammlung einstimmig. Deckt auch dann regelmäßig den planbaren Bedarf. Abschließend fasste RML-Geschäftsführer Mario Brandmüller die Arbeitsthemen zusammen. Ja, ich freue mich sehr, dass sowohl im Regionalvorstand als auch in der großen Regionalversammlung zahlreiche Projekte beschlossen wurden. Das Regionalmanagement hat viele, viele Projekte im heurigen Jahr als auch im nächsten Jahr umzusetzen, zu koordinieren, auch in der Projektphase auch selbst mitzubegleiten. Und das ist schon eine ganz großartige Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Zum Beispiel im Verkehr, im Mobilitätsbereich. Mikro-ÖV-Systeme zu analysieren und zu verbessern bei uns, das heißt Ruftaxisysteme zu verbessern. Im Bereich der Bildungsplattform My Future at Home, im Bereich der Berufs- und Bildungskoordination, im Jugendbereich vor allem, aber auch in vielen, vielen anderen Themenbereichen sind wir jetzt als Pilotregion sozusagen federführend unterwegs, einerseits in der Steiermark, aber auch zum Teil sogar in Österreich. Und das freut mich ganz besonders, dass wir diese Ehre haben, diese tollen Projekte umsetzen zu dürfen. Maßgebliche Themen werden diskutiert und erarbeitet. Verantwortungsträger, Parteigremien und Bürgermeister erarbeiten im Regionalvorstand und mit dem Regionalmanagement Liezen Themen, die für den Bezirk und für unsere Menschen spürbare Entwicklungsschritte für den Lebensraum Bezirk Liezen bedeuten. Wir haben sehr viele Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung. Nutzen Sie die Angebote im Bezirk Liezen. Sie werden überrascht sein, wie viel es gibt. Viel Spaß!